So, ich baue ein Hochbeet. Manch einer sagt, bei mir wird alles größer. Herr Möger recht behalten. Als Holzschutz Xyla Dekor kann ich nur wärmstens empfehlen. Schon eins. Auch hier kommt das andere hin. Nun ja. Es wird ein Monstrum. Da hinten sind schon drei Punktfundamente. Jetzt müssen hier noch drei hin. Und dann schauen wir mal. 360 mal knapp einen Meter. Mal einen Meter hoch. So geht's auch. Ich mische einfach gleich im Loch an. Kann man machen. Oh, die schöne Kamera staubt ein. Ich mache aus. So, zwei Punktfundamente muss ich noch machen. Fünfzig tief. Flori, komm mal her. Du musst mir mal ein bisschen helfen. Mach mal das raus. Bitte mal raus. Hier, komm her. Mach raus das. Hier, so, so, so. Nicht? Oder nicht? Na gut, da holt es keine Hilfe. Fünfzig tief. Da muss ich noch einen Hund betreuen. Schwitzen durch auch. Die Sauser, ja. Bisschen verdichten. So.
Moment rein. So soll es sein. Naja, alles wird gut. Oh, jetzt ist noch eins. Was machst du schon wieder? Fressen! Gut, so wird das was. So, jetzt erkennt man schon die Dimensionen vom neuen Hochbeet. Die Fundamente sind jetzt trocken. Es wird 3,60 Meter mal knapp einen Meter. Und ausgedacht hat sich's meine Frau, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Und die Hölzer sind von irgendeinem Bauwerk der Rest. Also deshalb die Dimensionen. Und so wie es hier dann fertig steht, steht es auch schon mal in dem Reiterhof. Kann ich auch einen Ort sagen. Bin ein bisschen außer Atem. Ja, jetzt kann ich weitermachen. Jetzt kommen Querbalken, 3 Stück. Und dann komplette Bohrenunterlage, Rahmen drumherum. Und dann sollte es auch fertig werden. Hier steht das alte, das steht schon 5 Jahre. So geht es auch. Aus dem Baumarkthölzer verschrauben, hinstellen. Ohne Fundament, ohne 4 Sims. Und es steht auch ein bisschen ausgeschlagen mit Folie. Fertig. Naja, hier war ein bisschen mehr Arbeit bis jetzt. Weil das wird sau schwer. So, ich habe es mal aufgestapelt, um die Dimension zu sehen, ob ich mich vermessen habe oder nicht. Also hier vorne braucht meine Frau eine Leiter. Flori, komm her, komm. Ah, ganz schön groß, nicht? Ja, und Flori hilft immer fleißig mit und hält mich von der Arbeit ab. Auf alle Fälle habe ich mich nicht vermessen. Jetzt kommen noch 4 nach vorne. Und das ist jetzt die Arbeitshöhe. Und das macht als Hochbeet seinen Namen alle Ehre. Also hoch genug ist es. Ich weiß noch nicht, lasse ich es hier überstehen oder mache ich es so glatt? Das meint ihr? Doch, so sieht es schön aus. Ja. Immer noch groß genug. Groß genug. Hier muss ich jetzt absägen. Naja. Na und Flori, wir spielen, spielen, spielen. Wie soll man da nur um grünen Zweig kommen? Flori, gib das her! Gib's her, gib's mir! Gibt's nicht her! Gibt's nicht her, gibt's nicht her, gibt's nicht her, gibt's nicht her, gibt's nicht! Immer noch nicht, immer noch nicht, immer noch nicht! Noch nicht, noch nicht, noch nicht!
was er schlapp macht. Ich nicht. Mir wird schon schwindelig. So, ja, los. Was ist nicht los? Ach, nee. So geht das Stunde um Stunde. So, jetzt muss ich es nur noch auf Maß schneiden. Dreimal. Dann geht's weiter. So, ein Schnitt noch. So, da kann ich euch gleich mal meinen neuen DEWALT-Akkuschrauber zeigen. Zweiter Gang geht bis 2000 Umdrehungen, der erste bis 600. Das Ding hat 400 Watt und Leistung ohne Ende. Schlagwerk hat er auch und 5 Amperestunden Akkus. 2 Stück, das ist irre. Ja, die kleinen Frauen. Wahnsinnsteil. Jetzt kommt noch. Die Umrandung braucht. Hochbeet. So ungefähr. Jetzt brauche ich noch Folie und dann noch die Umrandung fertig. Und dann sind wir auch fast durch. So, wunderschönes Wetter. Da kann ich schnell mal zum frisch gebauten Hochbeet schauen, ob das Wasser abfließt und wo. Seht mal her. Ich habe nämlich keine Entwässerung. Oh, das sieht man noch nicht. Auf alle Fälle ist er fertig. Ja, es läuft raus, das ist gut.
Hier. Ah. Ei, Mann, sei. Es darf hier keine staunende Nässe entstehen. Da brauche ich keine Löcher bohren. Na, guckt euch das an. Ein schönes Hochbeet. Unendlich schöner Regen. Wunderbar. Herrlich. Meine Frau wird sich freuen. So ist Regen ordentlich. Landregen ohne Schaden. So wollen wir das. So, das Hochbeet ist jetzt fertig. Ich schlage es jetzt nur noch mit Folie aus. Liegt ja schon alles drin. So, nach rechts und links. Ungefähr ein Kubikmeter Erde muss rein. Das ist ganz schön groß. Oh, meine Frau wollte ein Hochbeet, jetzt hat sie eins. Und es muss ja auch viel aushalten. Also eine Tonne mindestens, wenn Schnee noch drauf liegt und Wasser drin ist bei Regen. Ich habe es mit Xyla Dekor gestrichen. Der Farbton ist Kiefer, falls es jemand interessiert. Hier oben ist zwar ein bisschen schwarz, das macht aber nichts. Das ist ja gebrauchtes Holz. Das ist nur unschön, stört aber hier nicht. Kommt ja eh Erde rein. So. Und Erde hole ich hier mit. Könnt ihr ja mal mitfahren. Oben, von dort, da nehme ich es weg, verliere ich auch noch einen Schuh. So, was war das? Hier habe ich 16 Jahre lang einen Rasenschnitt hingeworfen. Seht mal hier. Das wird auch zur Erde. Viele sind der Meinung, dass Rasenschnitt nicht kompostierbar ist. Ja, nicht von jetzt auf gleich, aber wer Zeit hat. Das ist doch prima Erde, oder nicht? Klar, die Wurzeln muss ich raussuchen. Aber hier, doch gut oder nicht? Ein bisschen Holz unten macht nichts. Ja. Das war dann, wenn es voll ist, das Hochbeet. So, zur Erde rein und dann war's das.
Ach, das kriege ich doch so. Okay. Für heute ist Feierabend. So, die Frage noch, warum so groß und klobig und so hoch? Die Ameisen haben die ganzen Wurzeln von Erdbeeren weggefressen. Und das ist ja Kampf gegen Windmühlen. So viel Gift will man ja nicht verstreuen. Und hier oben kriegt man sie besser bekämpft. Und es ist eine schöne Arbeitshöhe. Das ist natürlich auch für Behinderte. Gerade im Untergrund hier natürlich nicht. Ideal. Und es muss massiv sein, weil es eben hoch steht, freistehend ist. Alleine die Erde ist fast ein Kubikmeter. Wenn es reinregnet, steht erstmal ein bisschen Wasser, es läuft dann zwar ab. Und wenn es drauf schneit, kommt noch mal was zu. Da ist schnell eine Tonne da. Dabei. Das muss es aushalten. Naja. So sieht das aus. Und nach 3 oder 4 Wochen hat es dann endlich mal geregnet. Das ist auch gut. So, mit einem kurzen Schwenk verabschiede ich mich. Nur endgültig bei allen. Tschüssi.